Hau ab! Halt dich fest! Was? 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 Ein Wolfsaal. Das ist gar keine Moräne. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dave the Diver mit eurem Gandalf und dem Dave. Ja, da wollen wir heute mal probieren, ob wir nicht dieses komische Vieh von gestern, na, irgendwie dieses Riesenmoränen-Ding, ob wir das nicht irgendwie wegkriegen. Was soll man denn von der Waffe einstecken? Die. Das könnte lang oder auch nicht. Wir werden es erleben. Aber ich würde sagen, wir springen erstmal rein. Und schauen wir, ob wir den Vieh gar was machen können. Hm. Na los. Los, los, los. So, los, los, los. Los, los, auf los, geht's los. Den nehmen wir allerdings mit. So, im Grunde nur ein paar Kisten aufmachen, ein bisschen Material sammeln. Für diesen Bossfight. Mal sehen, ob's klappt. Das ist schon mal sehr gut. Extra live. Oh, das lag auf dem Weg. Und dann schauen wir mal, da haben wir da noch eine Kiste. So. Ja, da haben wir es zweimal, okay. Ey, nein. Was ist denn hier los? Ich will doch einfach nur... da irgendwie vorbei. Jetzt lass mich. Ich will hier vorbei. Ja, das ist mir recht, wenn er da bleibt. Die können wir zerlegen. Und jetzt machen wir einen Abgang. Ah. Dave, der alte Lachs. So, okay. Ganz weit runter müssen wir. Ganz weit, ganz weit. Nehmen wir mit. Dann sind wir wieder heile. So, okay. Warte, Moment. War das... Braucht man nicht so einen noch, um diese Waffe abzugraden? Irgendeine Flosse brauchen wir doch von irgendeinem Viech. So, Level 3. Geht gut los. Wunderbar. So. Eine Nahkampfwaffe. Jo. Perfekt. Und weiter geht's. Runter, runter, runter. Da können wir noch mal reinschauen. So. Sniper Rifle. Macht weniger Schaden. Level 1. Nein, da behalten wir unser Gewehr. Das schießt jetzt nicht so weit, aber wir haben mehr Schuss und es ist geupgradet. Gut. Orangener Seestern haben wir auch. Können wir wieder was abschließen. Okay. Das lassen wir liegen. Lassen wir alles liegen. Das Seil hingegen, das müssen wir mitnehmen. Die Netzkanone weiter upgraden. Und hier geht's nicht weiter. Wunderbar. Ich glaube, ich schwimme hier jedes Mal rein. So, na gut, dann nehmen wir das eben noch mit. Und sehen zu, dass wir uns vom Acker machen. Vom Acker, Acker, Acker. So. Okay, lalalala. Und hier lang, genau. Ja, ja. Ja, tintet der mich voll. Ja, doch. Ja, doch. Ist doch okay, mein Guter. Ich will ja nur hier vorbei. So. Hier reingeschaut. Golfschläger. Nee. Aber die Schrauben. Oder die Fragmente. So, was ist hier drin, bevor der garstige Fisch kommt? Betäubung. Ausgewichen, du Dummer. Ah! So. Ich weiß gar nicht, ob ich das wiederfinde. Oh, hier.
Brauche ich die? Brauche ich die? Brauche ich die? Brauche ich die? Weiß gar nicht, wir nehmen sie mal mit. So. Zack. So, wo ging es jetzt hier runter? Huch, wer ist er denn? Ja. Habe ich eigentlich... Genau, das wollte ich ausprobieren. Die haben wir, genau, wir haben von der Kleinen dieses Schmetterlingsnetz bekommen. Okay, war das jetzt hier? Wir werden es erleben. Oh, rein hier. Gar nicht lange aufhalten. Rein, geh mal weg. Ne, hier sind wir verkehrt, glaube ich. Jo, hier sind wir verkehrt. Scheiße. Ja gut, dann können wir das mitnehmen. Und die Taschenlampe an, geht weg. So, lass gleich mal... Lass gleich mal an, wollte ich sagen. Aber auch kacke, dann ist die Batterie wieder alle. So, alles klar, mein Freund. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit und stellen fest, wir sind hier falsch. Ganz ruhig, mein Freund, ganz ruhig. Dann müssen wir ganz nach links. So. Den gönnen wir uns. Seeengel. Ja, nimm mit. So. Dann tauchen wir mal hier rein, in der Hoffnung, das war der richtige Weg. Hätten wir zwar jetzt die letzte Aufnahme anschauen können, aber... Das macht man ja im Regelfall auch nicht, ne? Wenn man jetzt so spielt, dann macht man ja keine Aufnahme. Also von daher... So. Ist das für mich in Ordnung? Das und das... Und das... Ja, okay. So, hier geht's eventuell nach unten. Nee, noch eine Lampe. Du bleibst schön da oben, bitte. Verlegen. Fragmente. Okay. Holz. Und noch eine Pickaxe. Nee. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt richtig hart den Löffel abgeben bei dem Viech. Oder ob wir es irgendwie schaffen. So, ich mache ja auch zum ersten Mal. Ich weiß noch nicht so richtig. Huch. Ja, ja, mein Freund. Ja, 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 ja. Weiß noch nicht so richtig, wo und wie und was. Okay, da ist auch nicht scheinbar. Wohl vielleicht die Giftharpune. Ich wollte gerade sagen, bei einem Endboss... Wäre es nicht schlecht, wenn er so passiven Schaden kriegt. Ich weiß noch nicht, ob das bei denen funktioniert. Gut. Da ging es rechts oben lang. Ich weiß noch nicht, ob das der richtige Weg ist. Da ging es nach oben. Aber da müssen wir ja gar nicht lang. So, das mit dem Rochen, das war nachts. Wir haben ja jetzt tagsüber, also von daher bringt man das auch nichts. Hey, hey, hey. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier richtig sind. Oh, so. Und hier, auf die Seite bitte. Dankeschön. So. Beide weg. So. Dem. Gummihuhn. So, was haben wir hier?
hatten wir noch nicht, aber würde ich jetzt auch erstmal. Muss ich erstmal hier an den Kollegen irgendwie vorbeimogeln. So. Den Sauerstoff mitgenommen, in die Kiste geschaut und dann können wir doch schon durch das Loch hirschen und dann sind wir doch schon fast da. Also so fühlt sich jedenfalls an. So, wenn wir jetzt zu dem Boss gehen, wäre doch das gar nicht so schlecht, wenn wir das hier tauschen. Haben wir zweimal Ersatzsauerstoff? Zweimal extra live, quasi. So. Dass der richtige Weg ist, siehst du? Oh, so ein Ding müssen wir doch. War das nicht so eher? Nee, ne? Das ist so ein Merlin irgendwie für das nächste Event. So. Nein, nein, nein. Katze, ein Foto für Mumu. Hier sind wir immer noch verkehrt, verdammt. Jetzt habe ich die Taschenlampe weggeschmissen. Nein. Ah, dann müssen wir es halt nochmal tauschen. So, mach mal an. Oh ja, da mit dieser Killerqualle, ich erinnere mich. Ja. Ja, andere Richtung. Ja. So kann es gehen. Haben wir ein bisschen was dazugelernt. Nur ein klein bisschen. So. Okay. Lalalala. Das nehmen wir mit. Oh Mann, wie tief war das denn? Bombenfalle mit Sensor. Bringt das was? Weiß ich nicht. Habe ich noch nie ausprobiert. Vielleicht. Oh. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, und hier runter. Und da sind wir richtig, okay. Na, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird's hässlich, Leute. Okay. Ei Anker. Was ist das? Warum finden sich Trümmer in diesen Tiefen? Kann ich da was machen? Hummer. Ja. Irgendwas muss hier sein. Naja, ja. Aber ich sag's ja nicht. Okay, also gibt's hier Strömung oder warum habe ich jetzt diesen Anker hier? Du rüste doch mal bitte schon mal das Ding aus. Hau ab! Halt dich fest! Was? 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 Ein Wolfsaal. Ist gar keine Moräne. Ack! Ack! Ich glaube nicht, dass ich davonlaufen kann. Naja, was soll's. Ja, halt dich fest. Ich weiß auch nicht, was jetzt passiert. Ah, nein. Halt, 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 halt. Leertaste spammen. Okay, du Dummer. Wo muss ich den jetzt eigentlich treffen? Wo ist er hin? Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Und jetzt? Hier unten durchtauchen, unten durch. Ja, das sieht hart aus, das stimmt. Der leuchtende Punkt auf dem Schwanz, das sieht schwächer aus als der Rest. Okay, dann Feuer. Und nochmal, Feuer. Das ist die Schwachstelle, okay. Nein, 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 festhalten, festhalten, festhalten. Nein, nein, nein. Oh, du Dummer. Hau ab. Kommt er jetzt wieder von hinten? Wo ist er? Nein! Okay, jetzt kommt er wieder von links oder wie? Hier durchtauchen, durchtauchen, durchtauchen.
Ah, nein, nein, nein. Okay, das ist... Feuer! Nein! Nein! Okay, wenn er so durchtaucht... Nein, nein, nein. Hoch, 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 hoch. Ah, nein! Halt dich fest, halt dich fest! Okay, jetzt kommt er theoretisch wieder von... Von hinten. Dann schnappt man erst mal das. Und verstecke ich mich hier so. Gut, dann kommt er jetzt von links. Okay. Verstanden. Und dann kann ich ihn auf den Schwanz schießen. Feine Sache. Okay, jetzt... du Dummer. Feuer! Nochmal! Feuer! Nein, okay. Oh Gott. Ja, ja, nein, 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 nein. Hau ab, hau ab, hau ab! Oh, ich brauche Munition. So, okay. Er kommt irgendwo von da hinten. Schnell hier, ja. Ja, hier. Okay, check. Jetzt unten durchtauchen wahrscheinlich. Also nicht wahrscheinlich, wird so sein. Nee, was? Wieso kommt er denn jetzt von der anderen Seite? Okay, oh, die Dumme. Der Dumme. Einen vorbeigeschossen. Okay, dann festkrallen, gleich geht's wieder los. Okay, Prinzip verstanden. Festhalten. Okay, alles klar. Jetzt müsste ich ja theoretisch hier so in der Mitte warten. Weil nicht, dass er wieder von der anderen Seite kommt. So. Aber kann ich nicht auch hier oben mich irgendwie durchschlängeln? So. Naja. Und jetzt... Schieße... Okay, Prinzip verstanden? Ich glaube aber auch, da war ganz schön viel Glück dabei. Wie konnte ein Wolfsall so groß werden? Ja, Hexerei. Ich war gerade dabei, herzukommen und ihn zu bekämpfen. Oh, hier, geh mir nicht auf den Sack, Junge. Ey, ich beller dir. Gib's gleich einen Kopfschuss, echt? Ich bin wohl etwas zu spät. Was so eine Napsulse, ey. Ich würde ihn am liebsten gleich. Du bist stärker, als ich erwartet habe, Mensch. Hm? Hm? Siehst du das große Tor da drüben? Das ist der Eingang zum Dorf. Geh voran, Mensch. Oh. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay. Ah, ist wie bei dem Kragen. Gibt's ein Festmahl. Okay. Yo, yo, yo. Moment. Können wir uns noch den Sauerstoff holen? Kann ich dem Typen einfach... Kann ich ihm eine mitgeben hier? Nee. Schade, verdient hätte er es ja. Aber jetzt ist der Sauerstoff und das hier alles weg. Na gut, na gut, na gut. Okay, dann schwimmen wir mal ins Dorf. Lalala, da liegt eine Kanone. Ja. Okay. Endlich sind wir im Eingangsbereich des Dorfes. Ramo, du hast doch einen Schlüssel, oder? Oh nein, ich hab... Ich will's gar nicht zu Ende lesen. Ich hab den Schlüssel dort in der... war nur ein Scherz. Dumme. Ich hab ihn hier in meiner Tasche. Und ich dachte schon, du würdest mich bitten, noch einmal... Ja, ja, genau. Stecken wir den Schlüssel rein und gehen ins Dorf zurück. Sesam, öffne dich vielleicht? Es geht auf, immerhin. Ich dachte, ich komme noch 20 Millionen. Weil der Schlüssel nicht passt, weil er abgebrochen ist, weil es verrostet ist, weil der Typ zu dumm ist. Oh, das ist aber hübsch. Das Dorf des Seevolkes. Wow, das ist also... Das stimmt. Das ist das Seevolkdorf, in dem wir leben. Wenn man sich vorstellt, dass es im Meer so ein Unterwasserort gibt. Hey!
Sind das wohl Mongolen? Moment. Wie ist ein Mensch hier reingekommen? Ramu Suwam. Suwam ist übrigens der Dumme, ja? Gut. Wurdet ihr von diesen Menschen entführt? Ins eigene Dorf entführt? Was ist mit dir los? Tenzin erwartet dich. Er hat vor Sorge um dich keinen Schlaf gemacht. Schlaf getan. Es ist irgendwie schwer zu erklären. Glaube mir, ich habe Ramu gerettet, nachdem sie von einem Kalmar entführt wurde. Vergiss es! Bring mich einfach zu meinem Vater. Es wird schnell gehen, wenn ich ihm alles erkläre. Alles klar. Also eine Pike hätte ich auch gerne als Nahkampfwaffe. Und jetzt? Steam Achievement. Wupp, wupp. Oh, das sieht aus wie ein Mongole. Das ist der Genghis Khan unter Wasser. Ach du meine Güte. Ramu, meine Tochter. Miau, miau. Wo warst du, mein liebes Mädchen? Dein Papa war zu Tode besorgt. Bist du verletzt? Haben dir die Menschen etwas angetan, meine Tochter? Warte, wer ist das da? Dave der Klodeckel. Ich dachte, du hättest eine blaue Seekuh mitgebracht, aber das ist ja ein Mensch. Sag nochmal Seekuh, Junge, dann kracht's ja richtig. Was geht hier vor? Ich wünsche eine Erklärung. Du weißt, dass hier in letzter Zeit merkwürdige Dinge passiert sind, oder? Die Erschütterung zum Beispiel. Und das Eis von dem göttlichen Baum schmilzt. Natürlich, Ramu. Ich habe mich mit den Ursachen beschäftigt. Das geht schon 2 Jahre so. Du weißt, dass unsere Technologie ihre Grenzen hat. Okay, die alten Texte sind alle verloren gegangen. Und wir müssen wieder neue Methoden ausdenken. Wir können nicht einfach weiter warten, Vater. Die Menschen sind egoistisch. Aber sie besitzen gute Technologien. Wir brauchen ihre Hilfe. Nein, nicht die Menschen. Denen kann man nicht trauen. Sie haben unser Haus besucht, beschmutzt und sogar unsere Artgenossen gejagt, um sie zur Schau zu stellen. Sie sind böse Kreaturen, die uns jagen und uns bestehlen wollen. Sie können uns nicht mit solchen Leuten verbünden. Ein weiteres gigantisches Beben. Siehst du? Etwas wirklich Schlimmes wird passieren, wenn wir nichts unternehmen. Jojo. Als mich ein Riesenkalmar in die menschlichen Gewässer verschleppt hat, war Dave hier zur Stelle und hat mir geholfen. Naja, hat er. Ja, na, weil es ein Idiot ist, weil es ein richer Doofy ist. Pack ihn doch. Es können nicht alle Menschen schlecht sein, oder? Ich meine, naja. Selbst wenn ich das wollte, würden die Dorfbewohner es nicht akzeptieren. Hilfe von Menschen zu bekommen, das wäre für alle. Was? Für alle nur schwer zu glauben. Als dieser Mann das Vertrauen des Dorfes gewinnen kann, werde ich über deinen Vorschlag nachdenken. Das Vertrauen des Dorfes. Und wie will er das anstellen? Wie wäre es, sich umzuhören, was benötigt wird? Gut, da die lange Reise heute ziemlich anstrengend gewesen sein muss. Mensch! Komm morgen wieder her. Du wirst dir die Wünsche der Dorfbewohner anhören müssen. Ich muss vor allen Dingen. Moment mal, ich habe doch gar nicht zugestimmt. Wie soll ich wieder den ganzen Weg hierher kommen? Mit einem Teleporter. Oder einem Delfin. Oder einem Wal. Wir haben so viele Viechern geholfen, muss dafür irgendwas nützlich sein. Da du sagst, dass du meiner Tochter Ramu geholfen hast. Ich schätze, es wäre meinem Volk nicht angemessen, deine Bedürfnisse zu ignorieren. Selbst wenn du ein Mensch bist. Verwende dies. Ein Spiegel? Soll ich mir die Haare kämmen oder was? Haare kämmen. Was ist das? Es sieht aus wie ein gewöhnlicher Spiegel. Dieser Seevolksspiegel wird dir, sobald er installiert ist, ermöglichen, sofort an diesen Ort zu reisen. Das ist Knorke. Wow, sowas ist möglich? Verschiedene Katastrophen haben unseren Niedergang verursacht, aber unsere Vorfahren waren einst eine sehr fortschrittliche Zivilisation. Momentan besitzen wir nur noch ein paar ihrer Relikte, traurigerweise. Jedenfalls kannst du jederzeit, wenn es nötig ist, in dieses Dorf kommen
wenn du das hier in deinem Dorf installierst. Es wird dein Gesicht erkennen, also wirst nur du in der Lage sein, ihn zu benutzen. Er funktioniert ebenfalls mit Licht des göttlichen Baums oder der Sonne, so dass du nur tagsüber benutzen kannst. Und oh, ich gebe dir eine Karte des Dorfes, damit du verwenden kannst, Sie wird dir dabei helfen, die Dorfbewohner zu finden. Ein Teleportationsapparat, das ist schon recht erstaunlich. Ich muss jetzt vorerst mit dem Siegel auf das Boot zurück. Spiegel, nicht Siegel. Spiegel, Spiegel. Hat er gemacht. Alles klar, hat er gemacht. So, und jetzt ist direkt Nacht geworden, ja? Ich denke, ich werde diesen Seevolksspiegel auf dem Boot anbringen. Ja, 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 ja. Er hat gesagt, dass ich tagsüber mit dem Dorf zum Dorf des Seevolkes reisen kann, richtig? Ich sollte morgen dorthin. Oh nein, sieh mal, wie spät dieses Banshee Sushi muss schon aufgemacht haben. Ich sollte mal vorbeigehen und nachsehen, ob etwas passiert ist, von dem ich wissen sollte. Na, das klingt doch schon so, als wenn wieder jemand... Hallo? Ich glaube, ich bin zu spät. Ich sollte etwas aufräumen. Ich kann Katze füttern. Nein, fütter die Miets. Oh, sieh nur wieder. Hau ab. Frau Yoshi. Was machen Sie denn hier? Oh, ich habe gerade Feierabend gemacht und ging hier vorbei. Da habe ich gesehen, dass das Licht immer noch an ist. Banjo scheint schon nach Hause gegangen zu sein. In letzter Zeit wirkt er immer so müde. Ich mache mir Sorgen, dass er krank werden könnte. Aber andererseits freue ich mich, ihn mal wieder so hart arbeiten zu sehen. Wo wir gerade über ihn reden. Ich habe gehört, er hätte vor langer Zeit das Kochen aufgegeben, wegen eines gewissen Vorfalls. Ja, damals dachte ich, er würde alles komplett aufgeben. Ich frage mich, was passiert ist. Das ist eigentlich kein großes Geheimnis. Ich habe es nur immer wieder vermieden, in Banjos Anwesenheit darüber zu reden, falls es ihm immer noch schmerzt. Ich bin durstig. Könntest du mir bitte ein Glas Bier bringen? Ich will die Katze füttern. Katze füttern? Das geht nur tagsüber, okay. Hier mit dem Bier einschütten hat es doch nicht so. Aber hier gibt's doch das Bier. Muss ich mit der Tante schnacken? Ja. So vielleicht? Na, immerhin. Und harte. Total betrunken. Es gibt nichts Erfrischendes als ein Glas Bier nach der Arbeit. Und besonders schön ist natürlich der Meeresblick, während man sich abends einen Trink genehmigt. Ich werde dir ein wenig über Banjo erzählen und warum er für eine Weile das Kochen an den Nagel gehängt hat. Es geschah vor 12 Jahren. Dugong Hotel. Hier habe ich vor 12 Jahren gearbeitet. 5-Sterne-Hotel. Jo. Es sieht ja ein bisschen alt aus, das stimmt, aber damals war die Qualität von Essen und Service hervorragend. Yoshi, hast du kurz Zeit? Worum geht's, Chef? Naja, ein besonders schwieriger Gast hat eine Reservierung gemacht. Ein besonders schwieriger Gast? Kennst du den Schauspieler Louis Crawford? Schauspielerin? Sie hat in unserem Hotel ein Zimmer gebucht. Ja. Okay, beeindruckend, bla bla bla. Miau miau miau. Ja, okay. Manager hatte praktisch sein ganzes Leben im Hotel verbracht. Er wirkte also ja selbst ein Stück seiner langen Geschichte. Yo. Soziale Verhaltensregeln, miau miau miau. Okay. Oberschicht, Länder. VIPs. Das Hotel ist ein Luxushotel mit langjähriger Geschichte und Tradition. In der Vergangenheit hatten wir schon Aristokraten zu Gast und viele berühmte Filme wurden hier gedreht. Viele Menschen schätzen die Nostalgie der vergangenen Ära. Und wir hatten einen sehr hohen Standard. Wir hatten sehr hohe Standards für unsere Dienstleistung. Ich habe gehört, dass Louis Crawford sehr wählerisch sein kann.
Aber wir sind kein. Wir sind ein erstklassiges Hotel mit langer Geschichte und Tradition. Ich glaube nicht, dass es mit ihr Probleme geben wird. Na, das stimmt wohl. Niemand kann der Qualität dieses Hotels das Wasser reichen. Wir haben auch viele Preise gewonnen. Nur eine Sache. Du hast die Gerüchte über sie nicht gehört, oder? Welche Gerüchte? Veganerin oder was? Schau mal. Ja, was habe ich da gerade gesehen? Sie ist nicht nur eine Art Köchin, sondern auch eine Art Feinschmeckerin. Diesen Artikel hat sie kürzlich in einem Reisemagazin veröffentlicht. Hier beschreibt sie angeblich nur ihre Reiseeindrücke, aber in Wirklichkeit ist es ein einziger Verriss des Hotels, in dem sie übernachtet hatte, okay? Das Hotel der Gloria-Kette sind die besten der Welt und trotzdem hat sie diese vernichtende Kritik geschrieben. Vielleicht ist sie einfach nur ganz besonders anspruchsvoll. Die meisten Artikel sind so geschrieben. So ist die Betonung richtig. Was sollen wir tun, Yoshi? Ja, annehmen, hallo. Wir können ihre Buchungsanfrage schlecht ablehnen. Das wäre für unseren Ruf genauso schlecht. Dann müssen wir uns genau überlegen, was wir ihr zu essen servieren. Wir nehmen die Buchung an, aber wir müssen uns sehr genau überlegen, wie wir sie zufriedenstellen. Du hast recht. Hast du schon eine Idee, Yoshi? Die Stärken unseres Hotels sind eine lange Geschichte und Tradition zur Qualität unseres Services. Ja. Wenn wir beide nutzen, werden wir sie auch zufriedenstellen können. Hat sie eine Suite reserviert? Ja, eine Suite. Die Suite muss picobello sauber sein und ihren Geschmack genau treffen. Wir geben die volle VIP-Behandlung. Ich werde Getränke und Snacks recherchieren, die sie mag. Und sie im Zimmer für sie hinstellen, um den Status des Zimmers und den Status des Zimmers überprüfen. Und wer nimmt sie in Empfang? Das sollte ich tun, denke ich. Danke. Niemand außer dir kann so mit einem schwierigen Gast umgehen, mit all deiner langen VIP-Erfahrung. Ich bin irgendwie total angespannt. Und was die Geschichte betrifft, Gerichte. Wir können ihr ein Frühstück anbieten, Frühstücksbuffet anbieten, aber sie sollte auf jeden Fall auch ein Gängemenü zum Abendessen vorbereiten. Keine Ahnung. Französisch? Mir doch egal. Wir bieten fantastische französische Speisen in unserem Hotel. Sie sind das Beste, was Dugong zu bieten hat. Und unser Chefkoch wurde sogar mit dem Michelin ausgezeichnet. Michelin. Aber leider ist der Zeitpunkt sehr unpassend. Der Chefkoch ist derzeit in Frankreich auf einer kulinarischen Forschungsreise. Der stellvertretende Küchenchef ist zwar auch sehr gut, aber unser berühmtester Gast ist eben auch besonders schwierig. Na dann, Japanisch. Japanische Küche war noch nie unsere Stärke. Wir servieren nur Udon und einfaches irgendwas. Wir haben enorme Fortschritte gemacht, aber seitdem Bancho bei uns arbeitet, sind wir ziemlich stark gewachsen. Bancho ist bekannt für sein Talent, traditionelle Zutaten neu zu kombinieren. Und über seine Geschichte wurde in ausländischen Zeitschriften berichtet. Er könnte unser Ass im Ärmel sein. Dann wäre also Japanisch unsere beste Option. Bancho ist noch recht neu. Meinst du, wir können uns auf ihn verlassen? Tadellos. Ja. Sein Schwachpunkt ist, dass er sich wenig um den Geschmack der Gäste schert. Er mag es, die Leute mit neuen Aromen zu konfrontieren. Seine Kreativität ist bemerkenswert, aber in diesem Fall könnte sie uns zum Verhängnis werden. Wir haben es immerhin mit dem berüchtigten Louis Crawford zu tun. Guter Punkt. Aber ich denke, unsere beste Option ist es, mit Bancho zu reden und ihm alles zu erklären. Das finde ich auch. Viel Glück! Bancho, bist du das? Bancho, bist du das? Bancho, Bancho, Bancho? Oh, Yoshi, was machst du denn hier? Da sah doch jung und knackig aus. Da bist du ja. Sehr gut. Ich bin hier, um zu schauen, wie es mit deiner Bitte des Management läuft. Hau dich ruhig um. Es ist einfach nur eine gewöhnliche japanische Küche. Bancho war ein sehr spezieller Typ. Er war einfach mal da, drückt den Lebenslauf in die Hand und sagt, ja. Sushi-Restaurants waren erstklassig. Okay, nimm. Er meinte, dass jedes Mal weitergezogen wäre, wenn er genug gelernt hätte.
man fand ihn dann jeden Tag in der Küche immer hart am Arbeiten und erforschte neue Gebiete, wenn es gerade keine Gäste gab. Und er hasste es, wenn man ihn störte. Hast du gerade was ausprobiert? Jupp. Ausprobieren bedeutet, 1000 Misserfolge zu erleiden, nur ständiges Ausprobieren ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich verstehe. Ich habe gehört, dass die Erforschen neuer Gerichte sehr wichtig ist, Banjo. Ich bin erleichtert, dich so leidenschaftlich bei der Arbeit zu sehen. Was meinst du mit erleichtert? Banjo, würdest du gern einmal für einen VIP kochen? Ja, genau. Wir haben bald einen sehr wichtigen Gast, der sehr gut für unseren Ruf sein wird oder ihn komplett ruinieren kann. Ihr Name ist Louise Crawford. Sie ist eine Schauspielerin und ihre Standards legendär hoch. Und in ihren Standards legendär hoch. Sie ist auch eine Restaurantkritikerin. Hello. Du bist jetzt seit ungefähr einem Jahr in unserem Hotel. Seitdem hat unser japanisches Küchenteam, das nie besonders stark war, viel positive Aufmerksamkeit erregt. Und dein Beitrag dazu war herausragend. Das bedeutet aber auch, dass wir ab jetzt Gäste haben werden, die eine besondere Behandlung erwarten. Du meinst also, ich soll versuchen, diese anspruchsvolle Dame, Louise Crawford, zufriedenzustellen. Auf alle erdenkliche Art. Ja, das ist sehr wichtig. Der Ruf des Hotels steht auf dem Spiel. Freie Interpretation. Was meinst du dazu? Für mich ist Kochen immer ein Kampf gegen mich selber, nicht gegen andere. Ich will immer das perfekte Gericht zubereiten und dabei ist es eigentlich egal für wen. Ich verwende einfach die besten Zutaten der Saison und wähle dann das passende Rezept aus. Klingt ausreichend für dich? Also gut, die einzelnen Gerichte liegen ganz in deiner Hand, Banjo. Aber was das Bedienen des Gastes betrifft, ich möchte hingegen ein Wörtchen mitreden. Alles klar, du bist die Expertin, Frau Yoshi, wenn es um das Servieren von Gerichten geht. Sushi-Menü besteht aus verschiedenen Sushi-Gerichten in einer bestimmten Reihenfolge mit ein paar Beilagen, die zwischendurch gereicht werden. Dadurch kann der Gast viele verschiedene Fischsorten probieren. Was hältst du von einem Sushi-Menü? Es ist ja auch deine Spezialität. Ja, damit kenne ich mich gut aus. Aber wäre das nicht zu gewöhnlich? Als wir ein Menü anbieten, dann würden wir am ehesten Thunfisch-Sushi, Hechtal-Sushi oder Sushi der japanischen Flunder als Hauptgang reichen. Letzteres hat gerade Saison. Es wäre aber nichts Besonderes. Also schön. Da es ein Abendessen sein soll, denke ich, dass ein Gänge-Menü besser wäre als ein eigentliches Gericht. Ich denke, wir sollten ein westliches Format der Gänge wählen. Obwohl es in der traditionellen japanischen Küche nicht üblich ist, könnten wir das Menü Vorspeise, Sashimi, Beilage, Sushi, Tempura und Dessert hinzufügen. Was meinst du? Nicht schlecht. Was hast du für jedes einzelne Gericht geplant? Mit der Suppe würde ich anfangen. Suppe! A few moments later. Ja. Ich denke, das würde vor dem Sushi passen. Dann Tempura. Shrimps wären hier eine logische Wahl. Aber aus Shrimps etwas Besonderes zu machen, wird nicht einfach. Bis hierhin haben wir alle relativ normal gelassen. Haben wir alles relativ normal gemacht. Jetzt wäre der Punkt, wo wir Eindruck machen sollten. Zu dem Thema habe ich bereits geforscht. Möchtest du meine Idee hören? Aber natürlich, schieß los. Haifisch. Und zwar Haifischkopf. Was? Haifisch? Kann man die essen? Ja. Sie sind sogar sehr wohlschmeckend. Und zu dieser Jahreszeit sind die besonders fett und bersten vor Aroma. Das Fleisch ihrer Wangen hat eine besonders feste Textur. Die einen an der Mischung aus Fleisch und Fisch erinnert. Okay. Aber Haifisch ist schon eine sehr exotische Zutat. Können wir nicht etwas Gewöhnlicheres nehmen? Zumal es sich hier ausgerechnet um Louise Crawford handelt. Jeder Mensch weiß, gutes Essen zu schätzen. Jeder, der einen Bissen nimmt, wird es wissen. Dass es sich um das beste Essen aus den besten regionalen Zutaten der aktuellen Saison handelt. Okay, ich werde darüber nachdenken. Ich bin noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass es eine sehr schlechte Idee ist, Banjo. Wenn wir dieses Gericht servieren und das Ganze nach hinten losgeht, wirst nicht nur du davon betroffen sein. Auch ich und der Manager werden die Verantwortung tragen müssen.
Immerhin ist sie ein Gast im Donjon del Dungon. Und nicht in einem Restaurant, das nur du persönlich betreibst. Ein Hotel muss seinen Gästen stets das beste und erholsamste Erlebnis bieten. Nichts darf dieses Erlebnis beeinträchtigen, ansonsten wird das gesamte Hotel letztlich dafür verantwortlich gemacht. Aber du weißt ja nicht, ob sie es wirklich hassen wird. Sie wird vom ersten Bissen an wissen, dass es eines der besten Gerichte überhaupt ist. Aber es gibt immer eine Ausnahme von der Regel. Wir wissen, dass sie extrem wählerisch ist. Schade, aber ich verstehe. Dann werde ich die Shrimp Tempura machen. Obwohl es kein Vergleich zum Haifisch ist. Da ist er. Miss Etepetete. Bitte hier entlang, Frau Crawford. Merci. Das ist der Koch, der Essen zubereiten wird. Mbancho. Er ist jünger als erwartet. Ich hatte gehofft, er wäre etwas erfahrener. Die Dumme. Du meine Güte. Schweigsamer Typ. Meiner Schönheit geblendet. Ja, er ist nur etwas nervös. Aber es ist ein sehr talentierter Koch, das versichere ich ihn. Da bin ich gespannt auf das Essen. Ich habe den Service hier als recht annehmbar in Erinnerung dafür, dass es schon ein altes Hotel ist. Ich mochte auch immer den Teppich und die Wandmalereien. Das Interieur des Gloria Hotels ist mir immer etwas zu kritisch. Kitschig, nicht kritisch. Aber dass es hier kein Wellness Center gibt, das ist schon schockierend. Ich muss täglich trainieren, um meine Figur zu halten. Ja. Wir möchten, dass ihr Aufenthalt so erholsam wie möglich ist. Jeder hat seine eigene Definition von erholsam. Naja, die Bäder sind schon in Ordnung, also muss ich mich wohl damit zufrieden geben. Was servieren die zum Abendessen? Ein japanisches Gängemenü. Hier ist die Speisekarte. Ja, soll ich das jetzt hier? Ja, keine Ahnung, das hier. Dies ist ein Gericht aus gegrillten Schnapper. Mitsamt Schnapperrogen, die gedämpft und anschließend mit Yamswurzel verfeinert wurden. Die Suppe hat einen aromatischen Fischgeschmack. Das ist also eine japanische Suppe, ja? Und sie kombinieren einen milden Geschmack mit einem scharfen Geruch. Interessant. Ist das der Geschmack des Shinchimis? Shinchimi? Eine Prise einer Gewürzmischung aus 7 Gewürzen. Und das nächste Gericht ist Haifisch. A few moments later. Also nur noch das Tempura und das Dessert sind übrig, ja? Was genau enthält das Tempura? Doch wohl keine, was? Krevetten, oder? Diese Art, die oft mit gewöhnlichen Reis verfeinert werden? Und das Dessert sind wohl einfache, nur Früchte. Ist wohl einfach nur Früchte, die kenne ich alles. Das kenne ich noch alles. Wie hat es Ihnen geschmeckt? Gefällt Ihnen unsere japanische Küche? Es war so gut, wie ich es erwartet habe. Ich denke, ich würde eines Tages wiederkommen. Aber andererseits, warum sollte ich für das durchschnittlich gutes Essen extra ein Hotel aufsuchen? Ich bin mir sicher, dass unsere Küche besser ist als die von den meisten Restaurants. Diese Schnappersuppe war recht interessant, aber das war es auch schon. Letztlich aber auch nur eine fischige Suppe mit einem scharfen Nachgeschmack. Und dass sie Yamswurzeln hinzugefügt haben? Ui, die Textur hat mir nicht gefallen. Das tut mir leid. Dann scheinen sie japanische Küche nicht allzu sehr zu mögen. Und wir haben ihnen auch noch japanisches Essen serviert. Das war mein Fehler. Verzeihen Sie mir bitte. Schon gut. Es hat zwar nicht geschmeckt, aber es war immerhin gesund. Hier gibt es ja kein Wellness Center. Also muss das Essen ja auch gesund sein. Jetzt gibt's aufs Maul. Erlauben Sie mich vorzustellen, ich bin Chefkoch Banjo, das ist mein Name. Ich rede sonst nicht viel und ich habe in den letzten Minuten ruhig zugehört, doch ich fürchte, ich kann einfach nicht mehr ruhig bleiben. Ach, wollen Sie mir etwas persönlich sagen? Angeblich soll das Essen ja hier besser sein als in den meisten Restaurants sein. Banjo, die Dame ist einfach nur... Es ist auf jeden Fall mein Fehler, dass ich Ihnen nicht das Essen zubereitet habe, das Sie mögen. Aber würden Sie mir eine Chance geben, es besser zu machen? Was? Meine Güte, ich bin eine vielbeschäftigte Frau.
Was Sie heute probiert haben, entspricht nicht dem, was ich wirklich kann. Ich möchte Ihnen etwas wirklich Hervorragendes kochen. Haifischkopf. Anju, du meinst doch wohl nicht etwa. Doch, 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 doch. Also Sie denken, Sie könnten etwas zubereiten, das mir schmecken würde? Also gut, ich werde warten. Aber denken Sie daran, meine Zeit ist kostbar. Es sollte sich also besser lohnen. Anju, du denkst doch nicht wirklich? Doch, 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 doch. Worum geht's, Frau Yoshi? Habe ich was verpasst? Alles fertig. Bitte, die Dame, das ist im Stück gegrillter Haifischkopf. Oh mein Gott, das ist ja das ganze gebratene Kopf. Miau. Ein fantastisches Gericht, das Fleisch der Wangen wurde nicht entfernt. Ich habe es als Ganzes gebraten, um die Saftigkeit zu bewahren. So etwas werden Sie nirgends woanders bekommen. Ein exquisites Gericht, das aus dem Bestmöglichen zubereitet wurde. Nehmen Sie das sofort wieder mit. Und das nehmen Sie Gericht? Aber was sagen Sie da nur? Probieren Sie doch ein Stück, Sie werden sich reinsetzen wollen. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Und das ist der Service des berühmten Dugong Hotels. Dugong, Dugong. Es ist alles mein Fehler. Bitte verzeihen Sie. Und jetzt, Banjo, Yoshi, ich erwarte ebenfalls eine Entschuldigung. Es tut mir leid, Frau Louise. Ich hätte das alles verhindern müssen. Es geht beim Essen doch nicht nur um das Äußere. Warum probieren Sie es nicht am wenigsten? Nicht wenigstens. Banjo, jetzt ist nicht der Zeitpunkt um. Ich finde das alles sehr unangenehm. Ist hier irgendwo eine versteckte Kamera oder ist es eine Art von Bestrafung? Das wird ein Nachspiel haben. Damit kommen Sie alle nicht so einfach davon, du Dumme. Los, Kopfnuss geben. Ich gehe. Stornieren Sie mein Zimmer, setzen Sie die Gebühr auf der Rechnung, ist mir egal. Schub Sie doch einfach die Treppe runter. Und nach diesem Erlebnis kündigte Mancho seinen Job im Hotel. Mit der Begründung, er bräuchte mehr Training. Ich glaube, er hat nicht unbedingt das Kochen selber erforscht, sondern eher die Zutaten und Kochmethoden. Ich verstehe. Aber ich bewundere ihn dennoch für seine Hartnäckigkeit und sein Glauben daran, dass er auf dem richtigen Weg ist. Gerade diese Sturheit hat ihn überhaupt erst auf diese Stufe der Kochkunst gebracht. Und seitdem er auch mit euch arbeitet, benutzt er sogar soziale Medien. Er hat sich irgendwie verändert, und zwar zum Guten. Ich glaube, ihr tut ihm gut. Bitte haltet eure Zusammenarbeit aufrecht. Ich werde Banjo nach Kräften in seiner Kochkunst unterstützen. Eine Katze! Achso, ich kann sie wieder nicht füttern. Naja. Der Kotze, Fred. Oh, Dave, du warst gestern nicht da. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich konnte dich auch nicht über Funk erreichen. Ich war gestern im Dorf des Seevolkes. Du warst was? Was ist passiert? Nun, es war so. Verstehe. Ich beneide dich wirklich. Was für eine glückliche Erfahrung. Ich weiß nicht, wie ich ihnen helfen kann, aber es ist klar, dass sie Probleme haben, die sie lösen müssen. Warum sprichst du nicht zuerst mit den Bewohnern? Ich würde ja auch gern gehen, aber, wie du bereits sagtest, kann nur eine Person den Seevollspiegel benutzen. Wie schade. Was für eine unerwartete Wendung der Ereignisse. Wenn du eins meiner Werkzeuge brauchst, vergiss nicht, im Cobra-Laden vorbeizuschauen. Ja, ich muss zuerst den Seevollspiegel benutzen, um ihn ihr Dorf zu besuchen. Ja, dann haben wir doch aber eine relativ lange Folge heute gemacht und haben viel erlebt. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao.